Russland, das ist speziell. Total splinig und wir sind der Sport für die Verrückten, die die Narren gefressen haben an dieser Faszination dieses kleinen Balles. Jetzt die WM ist ziemlich wichtig. Die Europameisterschaft ist ziemlich wichtig. Also es ist eigentlich alles ziemlich wichtig. Die Frage wird halt wirklich sein, wie du die Saison mit all den Terminen und Höhepunkten, wie du die geregelt bekommst. Ob dann irgendwann dir das dann eben zum Hals raushängt oder. Nächstes Jahr, glaube ich, sind Kämpferqualitäten gefordert. Ich habe halt früher immer den Sport halt gesehen, so hobbymäßig. Und so muss man halt sehen, wenn er dann immer um. Wenn ich noch einmal jetzt ein Kind hätte, das hätte ich dann auch nicht in Leistungssport geschickt. So rundherum, alles dreht sich nur noch um Tischtennis. Gut. Spin. Beantrage Urlaub. Abgelehnt. Ist, dass du noch nicht das Maximum rausholst. Okay, klar. Ich habe zurzeit einen kleinen Tiefpunkt, die Lust und ist jetzt irgendwie ein bisschen raus alles. Jetzt muss man sich halt nochmal zusammenreißen, nochmal alles geben und ich denke, dann kann man auch eine vernünftige EM spielen. 21. We have the first player of Sweden, Wollner, Jens Jan Ove. Jan-Ove Weidner gilt als größter Tischtennisspieler aller Zeiten, weil er das Tischtennis der Neuzeit erfunden hat. Er ist sicherlich der beste Tischtennisspieler, den es jemals gegeben hat. Da gibt es überhaupt keine Frage. Ne? Der Waldner ist ein Genie in Sachen Tischtennis.